Wir sind Isa und Benny und gemeinsam sind wir eBay Travels. Seit Anfang 2018 versuchen wir Stück für Stück die Welt zu bereisen und euch daran teilhaben zu lassen. Und dieses Jahr haben wir es nach Madeira geschafft. Hierzu könnt ihr euch gerne unser letztes Video ansehen, um einen ersten Eindruck von der Insel zu bekommen. Madeira können wir absolut jedem empfehlen. Ganz besonders eignet sich die Insel für all jene, die gerne wandern gehen. Daher wollen wir euch heute unsere Top 5 Wanderungen vorstellen, die wir selbst gemacht haben. Die Ruinen von São Jorge bilden den Startpunkt für unsere Wanderung auf Platz Nummer 5. Bereits zu Beginn des Küstenwegs warnt ein Schild vor der Steinschlaggefahr. Wir wagen uns dennoch ein Stückchen entlang, sind aber nach einiger Zeit gezwungen umzudrehen, da ein beträchtlicher Teil des Weges weggebrochen ist und wir daher nicht mehr weiter können. Am Ende der Wanderung hätte ein natürlicher Pool auf uns gewartet, in dem wir nur allzu gerne baden gegangen wären. Sollte diese Wanderstrecke jemals wieder aufgebaut werden, können wir sie nur wärmstens empfehlen. Die Wanderung Vereda do Ponto de São Lourenço ist ein etwa 6 Kilometer langer Rundweg und befindet sich auf der Halbinsel am östlichen Ende von Madeira. Die gesamte Fläche gehört zum Naturschutzgebiet Natura 2000. Die Wege sind sehr gut begehbar und man kann sowohl rechts als auch links den Ausblick auf das Meer bestaunen. Da die Halbinsel vulkanischen Ursprungs ist, besteht sie überwiegend aus Basalt, was bei uns aufgrund des heftigen Windes für sehr viel Staub gesorgt hat. Auf Platz 3 liegt eine weitere Wanderung, die wir unternommen haben, nämlich jene entlang einer Levada bis zum Risco-Wasserfall bzw. zu den 25 Fonches-Wasserfällen. Diese ist äußerst bekannt und um einiges weniger anspruchsvoll als so manch andere Wanderung und daher auch dementsprechend stark frequentiert. Wir empfehlen daher recht früh am Morgen zu starten, da ab 10 Uhr bereits unzählige Touristenbusse vor Ort sind. Bei der Wanderung selbst handelt es sich um eine typische Levada-Wanderung, die meist schattig ist. Es gibt einige enge Stellen, die aber immer mit Geländern gesichert sind. Aufgrund des Touristenandrangs kann es aber sein, dass man manchmal nicht gut vorankommt, weil man entgegenkommenden Personen ausweichen muss. Am Ende der Wanderung kann man sich unter den recht kühlen Wasserfällen der 25 Fonches erfrischen. Die wohl spektakulärste Wanderung, die wir während unseres Aufenthalts auf Madeira unternommen haben, ist jene vom Pico Arriero, dem dritthöchsten Berg, zum Pico Ruivo, dem höchsten Berg Madeiras. Der Wanderweg führt über schmale Grate, bedrohlich steile Treppen sowie durch dunkle Tunnel. Hierfür empfehlen wir nicht nur gutes Schuhwerk sowie eine Taschenlampe, sondern allgemein auch etwas Erfahrung im Wandern. Der steile Auf- und Abstieg ist mehr als nur anstrengend, doch man wird mit einem spektakulären Ausblick auf den Zentralkern des Gebirges belohnt. Auch wenn der Weg an manchen Stellen etwas gefährlich aussieht, ist er doch immer recht gut gesichert. Der Gipfel des Pico Arriero ist direkt durch eine Straße erschlossen. Wir empfehlen bereits sehr früh am Parkplatz zu sein, um den atemberaubenden Sonnenaufgang über den Wolken zu beobachten. Selbst für Morgenmuffel ist das ein magischer Moment. Nach dem Sonnenaufgang startet man am besten gleich mit der Wanderung. Diese ist ca. 7 Kilometer lang und beinhaltet mehr als 1200 Höhenmeter. Es handelt sich dabei aber nicht um einen Rundweg, das heißt, alles, was in eine Richtung gewandert wird, muss auch wieder zurückgegangen werden. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, sich von einem Shuttlebus abholen zu lassen und sich so den Rückweg zu ersparen. Der Wanderweg entlang der Levada do Mojinho und Levada Nova ist ein etwa 10 Kilometer langer, wenig besuchter Rundweg. Und unser Platz 1. Entlang der Levadas marschiert man auf einem etwas schmalen Weg. Anfangs bekommt man noch Gärten zu sehen, doch bereits nach ein paar Minuten bietet sich einem ein eindrucksvoller Ausblick auf die Landschaft. Etwa bei der Halbzeit führt eine Treppe hoch zur Levada Nova. Diese verläuft oberhalb der Levada Mojinho. Dieser Weg ist etwas weniger gesichert und oftmals marschiert man relativ knapp neben dem Abgrund. Hinter einer Kurve verbirgt sich dann auch noch ein ganz besonderes Highlight. Ein Wasserfall stürzt direkt vor den Felsen ins Tal und man kann hinter ihm vorbeigehen und sich dabei gleich ein wenig abkühlen. Das waren unsere persönlichen Wanderhighlights aus Madeira. Die Insel bietet jedoch noch so viel mehr. Am besten, ihr überzeugt euch selbst davon.